Wow, wie viele Monster hier jetzt auf einmal sind. Na, sieh mal einer an. Noah und Grem de la Grem. Es tut einen alten Knochen wie mir wirklich gut, euch zu sehen. Was für eine Überraschung. Dich Fuwen. Ich dachte, wir hätten dich endgültig verloren. Darf ich? Mach doch. Fiesrich, wir haben uns lange nicht gesehen. Wie ist es dir ergangen? So gut wie dir. Ich bin wegen des Erbauers hier. Seine Geschichte ist faszinierend. Eine Ketzerei nach der anderen, aber er behauptet, ein persönlicher Freund des Meisters zu sein. Ich stimme zu. Hat er dir auch gestanden, dass er weiß, dass diese Welt eine Illusion ist? Nicht, dass es eine Rolle spielt. Es wird alles zerstört. Erst unsere Welt, dann die seine. Seit ich Nero getroffen habe, stelle ich jedoch meine eigenen Glauben in Frage. Ich bin nicht länger sicher, dass Zerstörung der richtige Weg ist. Dann müssen wir einen neuen finden. Mein Lehrling und ich werden uns dir anschließen. Ich freue mich darauf zu sehen, welchen Kurs unser junger Erbauer einschlägt. Griesbert, Fiesrich, Dracoshorn und Kapuzenkiller. 2 Pelzprimaten und 3 grausame Gerippe. Ja. Nero, du hast bei der Suche nach Monstern für die Arche Großes geleistet. Fiesrich sagt mir, dass du beim traumatischen Tribunal sogar Baumaterial gefunden hast. Nun, Monster, schenkt mir eure Aufmerksamkeit. Wenn wir der Zerstörung des jüngsten Gerichts entfliehen wollen, müsst ihr alle unsere Pflicht erfüllen und diese Arche bauen. Eure Pflicht erfüllen, nicht unsere. Love alle. 80%, immerhin. Was soll das? Mir hat niemand das vom Bauen gesteckt. Wir sind Mitglieder der Kinder Hagons. Wir hauen Zeug kaputt. Ich bin keiner Bauer, verdammt. Halt mal die Luft an, du massiges Muskelpaket. Entweder hilfst du Nero oder du ziehst ab. Leben oder sterben, du hast die Wahl. Was ist denn, Nero? Hast du etwas zu sagen? Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen, aber ich vermute, dass der Meister der Zerstörung sich innerhalb der Mauern von Hagons Feste befindet. Das da drüben ist Hagons Feste, oder? Ah, das... Ja, ich wusste das. Das war mir so klar. Das sah zu extrem und majestätisch aus. Das ist Hagons Feste. Sie war die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Warum habe ich sie nie bemerkt? Also, ich habe sie gesehen. Direkt, wo wir hier ankamen. Bin ich zu diesem Rand gegangen und habe mir gesagt, wie komme ich darüber? Das ist doch bestimmt irgendwas sehr Wichtiges. Also, ich weiß nicht, wie sie dorthin gekommen ist. Möglicherweise ist das Werk der außergewöhnlichen Kräfte des Meisters der Zerstörung. Ich würde an deiner Stelle nicht so ohne weiteres darüber gehen. Deine Karre hat doch nicht mal Flügel. Selbst wenn wir fliehen könnten, ist die Feste von mächtigen Wirbeln umgeben, ganz zu schweigen von einer magischen Barriere. Wie sollen wir da nur durchkommen? Also wissen wir vielleicht, wo Melros ist, aber können mit dem Wissen nicht viel matschen. Ein Problem gelöst und gleich ein paar neue dazu bekommen. Gratulation, Nero. Du hast neue Daten bezüglich der Aufenthaltskoordinaten deines Freundes erhalten. Das stimmt, aber wir haben noch gelenorme Probleme zu lösen. Wie kommen wir auf die schwebende Insel und wie durchbrechen wir die unzerstörbare Barriere? Aktiviere Prozess zur Selbstberuhigung. Aristoklex, wir können die Käferkarre verbessern. Wir haben die Technologie. Hoffnung ist keine Mangelware. Ist das der Sklave? Darf aufhören zu suchen? Wenn es bestätigt wird, dann hätten wir ja was. Also wenn die das für uns reservieren. Nicht, dass dann kommt bei der Anfrage, ja, ist halt schon vergeben und so zu der Zeit. Darüber denken wir Peter nach. Jetzt brauchen wir einen neuen Bauplan. Such weiter, Sklave. Bestätigt, wir haben mehr Monster als je zuvor. Wir sollten den Neuankömmlingen eine Einführung in die Grundlagen des Bauens geben. Es wird Zeit, einen neuen Bauplan zu generieren, Nero. Welchen Teil der Arche nehmen wir in Angriff? Alles. Die äußeren Wände und den Unterbau? Eingabe bestätigt. Wenn diese Abschnitte fertig sind, ist die Arche ihrer endgültigen Form ein Schritt näher. Die äußeren Wände vollen kein Problem fein, aber der Unterbau könnte knifflig werden. Immerhin können wir die Arche vielleicht hochheben, oder? Überlass das nur uns. Wir graben einfach und schaffen so Platz. Wenn wir etwas können, dann Dinge kaputt machen, hauen. Schlammtastische Idee. Wobbelt alle her, damit wir die Steine schleckräumen und die Arbeiten an der Unterseite der Arche beginnen können. Such, such. Ne, die Anfrage ist direkt und zu 99% fix. Also vergeben kann das noch nicht sein. Ah, okay. Ja, ich bin da mal sehr...
Hatte mal ein bisschen Schiss. Also wäre schon cool. Also meine Buchung als Anfrage. Dann hau raus. Mach. Damit wir endlich Ruhe haben und Sicherheit. Bestätigt. Keine Blöcke erschweren mehr. Die arbeiten am Unterbau. Nero, du kannst den nächsten Bauplan zeichnen. Beginne in 5, 4, 3. Achso, und Hallo Critical. Ich weiß nicht, ob ich dir Hallo gesagt habe. Sorry. War gerade schon wieder... ganz woanders! Immer im Bett, hab übelste Kopfschmerzen. Gute Besserung, Sven. Ich wünsche dir eine gute Nacht und hoffentlich ist es bald weg. Schlaf schön, Sven. Wobbly Wob, lass mich sehen, lass mich sehen. Was ist das denn? Schlammtastisch, die Arsche matscht große Fortschritte. Aber was ist mit dem Unterbau? Von hier aus kann ich das nicht genau gelegen. Natürlich kannst du ihn von hier oben nicht sehen, du Dumpfknochen. Der Unterbau ist unter der Arsche. Meine Berechnungen zufolge ist die Arche fast einsatzbereit, wenn dieser Bauplan fertiggestellt ist. Bereit zu bauen, Nero. Während du mit dem Bauplan beschäftigt warst, haben wir etwas für dich vorbereitet, das dir die Arbeit erleichtern sollte. Was denn? Ach, ihr habt Materialien gesammelt? Gute Besserung. Sven, Prügel auf Kopf. Wow. Klaus ist mal wieder sehr nett. Wieder sehr, sehr nett. Bestätigt, ich habe die Raumschiffwand und die Eisenblöcke in seinen Inneren gebaut. Und ich habe jede Menge abgestreifte Körperteile. Gut, ich kann gerade nicht lesen, was der da von mir will. Das war zu viel. Da ich der Bau... ich kann echt nicht mehr lesen, was der da schreibt. Da ich der Baustellenleiter bin, werde ich mein BEF-Dev tun, den Neuankömmlingen die Grundlagen-Dev bauen, beivorbringen. Ich muss dich nun um einen Gefallen bitten. Kannst du alle weiteren Materialien in den Aufbewahrungsfrank legen, wie Leftiv mal? Okay. Also gut, Monster. Nehmen wir uns den Rumpf und Unterbau der Arche vor. Die Pfeift läuft. Hii. Warum muss der Bauleiter sein? Warum ausgerechnet er? Das ganze Material, was fehlt, noch herstellen hier. Habe ich jetzt 110 davon hergestellt? Ups. Ja, gut. Versehen. Toll, wirklich jetzt Goldbarren hier. Ich habe leider keine Goldbarren mehr.
Wartet mal, ich hab doch diese... Die Sachen hier. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich daraus vielleicht Gold oder so bekomme. Weiß ja was Neues. Ihr könnt euch ja schon mal darauf vorbereiten, wie viel ihr dort rauchen wollt. Mhm. Genau. Oh. Das ist jetzt sehr schlecht, wo ihr die Sachen hier baut, ne? So, habe ich. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen, hier was zu bauen. Auf jeden Fall, Killer und Ben, vielen Dank für das fleißige Engagieren. So. Dafür müssen wir ihm alle ein Eis ausgeben. Ja, ich werde ihn Katzenohren holen, damit er endlich diese Happy Ohren hat. Es ist gerade wieder ein bisschen Stress hier zu Hause. Kann sein, dass ich gleich nochmal Pause mache. So, ich pack das mal hier weg, weil die bauen mir hier irgendwie alles. Hallo, kannst du mal da weggehen? Die bauen mir hier gerade alles zu. Fuck. Ja. Nee, ist halt irgendwie so irgendein Klärungsbedarf schon wieder. Kann ich mal. Wow, das sieht wirklich immer schicker hier aus. Haben Sie jetzt alle Materialien, die Sie brauchen? Okay. Herze! Ich bin wieder nett. Einen Moment. Wow. Das packe ich auch mal woanders hin, weil das ist alles irgendwie im Weg. Jetzt komme ich hier wieder nicht mehr hoch. Na super, doch jetzt. Oh, ich habe was kaputt gemacht. Yep.
Ich mach's kaputt und die machen es wieder an. Läuft. Läuft, läuft. Meine Diener. Gut, hat, hab mit dem Typen von mir gerade geschrieben, dass es sich erledigt hat. Okay. Mache ich die Rampe kaputt? Ja. Ich mache die Rampe mit kaputt. Scheiße. Nein! Ach, warum tust du das Spiel? Warum tust du mir das an? Ich weiß nicht mal. War das jetzt hier so richtig? Ich weiß nicht, wo ich das hier kaputt gemacht habe. Ich wollte doch nur helfen. Ich würde das Auto gerne mal tunen. Wie kann ich das jetzt hier tunen? Wie komme ich hier wieder raus? Hört auf, das alles hier zu hoch zu bauen. Ich komme hier nicht mehr weg. Manu! Was hast du hier für eine sonderbare Vorrichtung, Nero? Arsche nennst du sie? Sieht aus, als käme sie direkt aus einer anderen Welt. Hat dich der kaputte Automat dazu angestiftet oder kam die Idee möglicherweise aus dem ledernen Bauch auf deinem Rücken? Buch, nicht Bauch. Was für ein Bauch, hä? Wie bitte, du willst den Inhalt dieses Buches geheim halten? Das regt meine Neugier nur noch mehr an. Aus Holland rausfahren wir getrennt. Du sollst keine Leibesvisitation bekommen. Jeder muss doch sowieso woanders lang. Ist da wirklich eine Leibesvisitation? Soll mich gar nicht anfassen. Doch, wir haben Wichtigeres zu besprechen, wie ich höre. Verwendest du den verbotenen Altar, um Rohmaterialien zu beschwören? Viel Arbeit für nur eine Person. Wenn wir jedoch einen Beschwörungsraum mit der richtigen Ausrüstung hätten, könnten wir Monster einen Teil der Arbeit übernehmen. Die Kapelle von Hagons Zuflucht könnte sich leicht in einen Beschwörerraum umwandeln lassen. Stelle zuerst einen verbotenen Altar und einen Aufbewahrungsschrank in die Kapelle. Zudem brauchen wir noch einen guten Beschwörer, einen unheiligen Altar. Doch es sollte bereits einer da sein. Ach so, ich soll den Raum nutzen. Ja, das Geheimnis des Buches. Nein, im Grunde fahren wir erstmal alle in die gleiche Richtung. Außerdem musst du den Raum mit einer finsteren Wandleuchte und einem falschen Götzen ausstatten, um dem Meister für seine Großzügigkeit zu danken. Wenn du dann noch zwei seltsame Säulen drin aufstellst, ist unser Beschwörungsraum fertig. Die verwirrt mich gerade mit dem der Leibesvisitation. Hallo? Trotzdem ein Pfefferspray mit. Neues Land, andere Menschen. Ich hab sowas immer mit. Nur zu Twitch kann ich nicht, aber.
Also im Grunde kann ich auch den Raum hier nutzen. Skulpturengalerie. Ja. Das war jetzt aber nicht der Plan. Ein Altar habe ich schon. Brauche ich auch noch. Hallo, könnt ihr mal raus? Ist ein bisschen voll hier. Leute, könnt ihr mal abhauen hier. Kommen wir nochmal her? Wo ist denn hier Berliner? Ja. Ein verbotenen, ein Aufbewahrungsschrank, finstere Wandleuchte für einen falschen Götzen. Seltsame. Und zwei seltsame Säulen. Okay. Das wollte ich wissen. So, jetzt. Wir haben zwei gefehlt. Okay. Läuten könnte ich es auch schon. Ah, wie konntest du, ein Mensch und eine Bauer, mit unserem Meister Freundschaft schließen? Das will mir einfach nicht einleuchten. Ihr habt euch einfach getroffen und seid Freunde geworden. Keiner von euch wusste, dass er der Meister der Zerstörung ist. Und auch jetzt spielt das keine Rolle? Was für ein Unsinn. Ich kann deinen Behauptungen keinen Glauben schenken. Merk dir meine Worte, Erbauer. Schöpfung und Zerstörung sind grundlegende Gegensätze. Früher, später neigt sich die Waagschale in eine Richtung und das eine löscht das andere aus. Ich will nicht, dass ich... Der Bau der Arche wobbelt ganz gut voran, oder? Ich bin sicher, dass sie schlammtastisch wird. Alle halten Viech an dem Plan. Wenn weiterhin alles gut läuft, dann... Was? Ein schweres Wieben. Bin erstmal weg, wünsche euch einen schönen Abend und schlaf später gut. Danke, Ben. Schlaf du auch schön. Bis zum nächsten Mal und danke auch nochmal dir fürs Suchen. So. Er mag sich erst jetzt nach langem Schlummer regen, doch seine Vorbereitungen für das jüngste Gericht sind bereits in vollem Gange. Vito, du gehst auch. Dann wünsche ich dir auch eine gute Nacht, Klaus. Schlaf auch schön und bis die Tage dann. Träum was Schönes. Ich wobbel nicht, ich bewege mich fort wie ein Seeelefant. Wow. Meine Schätzungen zufolge kommt das jüngste Gericht, sobald er vollständig erwacht ist. Nero, du und der Meister, ihr seid doch Kameraden. Niemand von uns hat ihn je gesehen. Kannst du uns sagen, wie er so tickt? Was? Er setzt sich Kürbis auf den Kopf und tanzt? Er lässt gerne von halbnackten Bergarbeitern die Muskeln? Nee, ich bleib... Ach so! Ja, dann nehme ich alles zurück, weil hast du eh nicht verdient. Halt uns nicht zum Narren, Nero. Der Meister der Zerstörung fände niemals Gefallen an einen solchen kindlichen Zeitvertreib. Entschuldigung, aber der Countdown für das jüngste Gericht läuft. Wir müssen die Arche fertigstellen. Nero, du musst alle nötigen Baumaterialien vorbereiten. Ja, Klaus, ne? Wenn du mehr Rohmaterialien für zusätzliche Gegenstände brauchst, musst du die abgestreiften Körperteile unseres Meisters im verbotenen Altar verarbeiten. Bedenke, dass jeder Körperteil nur bestimmte Materialien hervorbringt. Wandle verschiedene Teile um, bis du die nötigen Materialien hast. Ja, ich sehe schon. Mich dünkt, der Bau der Arche schreitet gut voran. Ich habe jedoch weiterhin die Sorge, dass wir ihn nicht vor dem jüngsten Gericht vollenden werden. Nero, würdest du die Glocke des Erbauens erneut erklingen lassen, damit ihre trefflichen Töne weiter Monster zu uns locken? Okay. Hey, was wollt ihr denn alle von mir? Hei gegrüft, Nero. Der Bau der Arche geht gut voran und darf alle dank deiner Bauftellenleiter, nämlich mir. Ich kann Fagen, die viele Arbeit macht, ganz füllen hungrig. Leider kann man keine vollen Mägen bauen. Aber ich weiß, an wen ich mich wenden kann. Könnt
Keftu ein graufiges Grillhauf bauen, damit ich meinen knurrenden Magen vollkriege? Nein, ess deine Zunge. Der Raum braucht nur einen fauligen Fleifberg, einen Aufbewahrungsfrank und einen... Ja, ja, geh weg. Ich komme wieder, wenn ich so weit bin, ne? Ich bin noch da! Fauliger Fleischberg. Nennt man noch Shadow. Ich hasse, wenn mein Handy ganz halt vibriert. Ich habe 2 Pizza im Ofen. Hä? Schon wieder? Du hast doch vorhin vor einer Stunde oder 2 Stunden hast du doch schon eine Pizza drin gehabt. Schon 2 im Ofen. Was ist mit dir? Hör auf, so viel Pizza zu essen. Was fällt dir ein? Ja, ich habe aber noch Hunger. Wieso reden die ganze Zeit von mir? Ich weiß es nicht. Frag die doch, warum die von dir reden. So, wieder da. Willkommen zurück. Gerade Curry-Glasnudelsuppe gemampft. Oh, geil. Curry ist allgemein saugeil. So, ich bin mal raus. Muss morgen wieder arbeiten. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß euch noch. Nacht, die Tag. Danke, dass du da warst. Und schlaf schön. Und erhol dich gut. Und träum was Schönes. Bis denn. Uns Monster zu retten ist zwar schön und gut, aber wir sind nicht die einzigen Lebewesen, die dem Untergang ins Auge blicken. Könntest du auch die Pflanzen retten? Ich mag aussehen wie ein knochiger alter Brutalo, aber im Herzen bin ich ein Gartenbauer. Wenn wir auf der Arche ein gruseliges Gewächshaus hätten, könnte ich mich mit den Pflanzen beschäftigen. Die lokale Flora ist eigentlich sehr interessant, musst du wissen. Sie ist kulinarisch wertvoll und dazu ein Augenhöhlenschmaus. Stelle einfach einen Aufbewahrungsschrank zusammen mit 4 Knospen, Weglagerichen und 2 blühenden Wege und hast du ein gruseliges Gewächshaus. Okay. Also schenk mir Blumen. Und dann, daraus wird auch ein gruseliges Gewächshaus. Wo kommt ihr jetzt hier zu mir?